Servus, grüß euch, ich bin's der Mich Nikolas, euer Baristamacher aus dem Chiemgau. Ich möchte euch heute ein Video machen. Und zwar wird das heute ein bisschen ein anderes Video, ein ganz anderes. Da geht es jetzt heute weniger um die Rösterei oder um Maschinenvorstellung. Es geht mit Sicherheit auch um den Lohn, aber es geht ein bisschen um mich, um mein Leben und was mich im Moment ein bisschen beunruhigt, bedrückt und fürchterlich nervt. Möchte ich gerne was loswerden. Das geht ein bisschen vom Thema her, geht es einfach tatsächlich ein bisschen um Alltagsrassismus. Ist ein blödes Wort, dann nehmen wir es halt einfach Hautfarbenneugier. Ist genauso ein blödes Wort. Aber um sowas geht es mir heute ein bisschen. Und ich möchte da gerne einfach was loswerden, weil es mich nervt. Ich hoffe, dass sich das Video ein bisschen verteilt. Meine technischen Videos sind mit Sicherheit besser, als wenn ich da so frei reden tue, gell? Ganz klar. Aber wenn es ein bisschen verteilt, ich ein bisschen mehr Reichweite habe mit dem Video, hoffe ich sehr, dass vielleicht bestimmte Leute da auch drauf reagieren. Vielleicht hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht reagiert die Politik da oben auch mal ein bisschen da drauf. Und vielleicht reagieren da bestimmte Influencer mit drauf, weil es wirklich tolle Influencer gibt, die sich, der dunkle Parabelritter zum Beispiel oder die Alicia Joe, die sich da über seine Geschichten auch Gedanken machen, super recherchieren und vielleicht können die das auch nochmal aufgreifen. Wie toll war das, wenn das sich so verbreiten darf, dass jeder mal solche Sachen nochmal sagt und sie sowas einmal veröffentlichen und ja, in den sozialen Mengen, sozialen Medien, in den sozialen Medien, verbreiten darf. War mir ganz wichtig. So, ich sage euch, was mich bedrückt. Es kann sein, dass ich genervt bin, es kann sein, dass ich zuwider wäre, weil es mich tatsächlich bedrückt und ich gespannt, dass das so die letzten Jahre über mehr wird. Und deswegen möchte ich das Video gerne machen. So. Es geht ein bisschen um Alltagsrassismus und wir die Leute die Kontenance verlieren, wir die Leute den Anstand manchmal verlieren, bestimmte Leute. Wir reden jetzt auch wirklich nur über bestimmte Leute. Und wir manche Leute einfach Grenzen überschreiten, ohne dass man einfach fragt oder so. Weiß ich auch nicht. So. Also wer mich kennt, weiß, ich bin ein bisschen hellbraun, dunkelbraun, ja, so mittelbraun. Ich bin aus Indien, ich bin adoptiert worden, ich bin vor 46 Jahren rübergeschickt worden mit dem Flieger, meine Mama hat mich ausgesucht, alles cool soweit. Wer mich kennt, weiß, dass ich tief bayerisch bin. Ich bin da aus dem Chiemgau und ich bin mehr tief bayerisch als hochdeutsch. Aber es ist egal, alles cool. Wer mich kennt, weiß, dass ich bayerisch bin. So, jetzt erzähle ich einfach mal ein bisschen was, wie es mir so geht, was mir so täglich passiert, was da am Tresen immer mal wieder passiert und jetzt neulich letzte Woche auch erst wieder passiert ist. Und das nervt mich fürchterlich. Gell? So, also, Situation. Ich stehe beim Lidl. Vorletzte Woche, ja, vor ein paar Wochen stehe ich beim Lidl mit meinen Töchtern an der Kasse, steht vor uns ein Mann, ein bisschen größer wie ich, ist keine Kunst, schaut mich an und sagt, Inder, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Samstag, Mittag, Nachmittag, ein Haufen Leute da, drei Kassen besetzt und der hat das so laut gesagt, dass er jeder umgeschaut hat. Also es gibt so diese, kennt ihr das, gell? Wenn das jemand so laut sagt, dass er jeder neugierig wird. Der hat mich relativ laut angeredet und mich eher fast angeschrien, Inder. So, das hat er zweimal gesagt, dann habe ich mir gedacht, was möchte er denn, gell? Was, der sagt nicht Hallo, nicht Servus und sagt, hey, darf ich dich mal was fragen? Weißt du recht, wenn ich Grenzen überschreite, Grenzen des Anstands überschreite und dich etwas fragen möchte? Sondern nein, der hat nur Inder geschrien. So, meine Kinder haben schon komisch geschaut. Ich habe komisch geschaut. Beim dritten Mal, wo er dann laut geschrien hat, Inder, das war ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen, habe ich gesagt, Tschechien. Nichts gegen Tschechien. Dann hat er einen Ableck geschaut. Dann habe ich gesagt, wir weisen, wenn du einfach mal erst einmal ein nettes, höfliches Habitäre sagst oder ein Grüß dich, darf ich dich mal was fragen? Ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich gerne was fragen. Darf ich dich was fragen, was vielleicht Grenzen überschreitet, was du vielleicht gar nicht jemandem sagen möchtest, sondern tatsächlich vielleicht nur Leute, die du kennst und nicht wildfremde. Und darf ich es überhaupt machen? So, dann hat er mich ganz bitterböse angeschaut und dann hat er nichts mehr gesagt. Und ich hätte es ihm schon gesagt, das ist kein Ding, nicht. Der braucht nur die Kurven kriegen und einfach höflich sein. Aber egal, das ist mir neulich passiert. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich jetzt ja Leute bei mir am Tresen und ich mache das jetzt seit 18 Jahren. Das sind so drei, vier, fünf Leute, sechs Leute vielleicht im Jahr, die ich tatsächlich rausschmeißen, weil die irgendeinen Scheiß über meine Hautfarbe erzählen.
der letztes Jahr war der Hammer. Der hat gesagt, der hat wortwörtlich am Tresen hat er gesagt, wenn ich so repariere, wenn meine Hautfarbe ist, dann wird es eher dunkel, dann wird es nichts Gescheites. Und dann soll es nicht zwider werden. Und wer mich kennt, weiß, ich bin sehr höflich, ich bin harmoniebedürftig. Wenn jemand nett ist und freundlich ist und lieb ist, dann kriegt er eh schon was da ist von mir. Also ich bin ja das echt lieb. Aber weißt, ich kann ja, weiß ich nicht, da wärst du zwider und da wär ich zwider. Und dann ist man eigentlich, muss man so jemanden einen Mund mit der Seife auswaschen. Das hat Mama schon gesagt, das hat der Opa schon gesagt. Wenn du nichts Gescheites rausbringst, Mund mit der Seife auswaschen, dann wird es besser. Naja, weiß man nicht. Aber das war das Gescheiteste. Ich habe den natürlich rausgeschmissen aus meinem Land. Habe letztes Jahr 5 Leute gehabt, 6. 6 sogar, glaube ich. 5 oder 6 Leute, muss ich nachschauen, habe ich aufgeschrieben. Die sollen sowas Unanständiges loslassen haben. Und das macht man nicht, darf man nicht, fürchterlich. Und allein die Frechheit schon zu haben, sich eine Grenzen zu überschreiten, finde ich schon echt knackig. Also das ist ja das schon mutig, gell? Aber weißt, mittlerweile bin ich dann schon langsam so weit, dass ich dann einmal mit der Polizei reden tue. Was muss ich mir denn überhaupt gefallen lassen? Und bracht's das überhaupt? Also, wie der Gerhard Polt schon gesagt hat, bracht's das? Bracht's nicht. Ich hab, da gibt's von der Anstalt, die haben im Juli am 15.07.2020 eine wahnsinnig tolle Folge über Alltagsrassismus gemacht. Die schaut euch an, die ist der Hammer. Da ist ja jeder, der uns zu Ohren tut, ist ja jede Persönlichkeit abgebildet. Und zwar so treffend und so realistisch, dass es gerade pfeift. Also richtig toll. Beispiel, ich stehe da, Ihr wisst, bei mir wachsen meine Haare noch, gell? Ich bin ja schon 46, aber grau, schwarz halt, egal. Und da kommen Leute her, da kommt eine wildfremde Frau, oder nicht ganz so fremd, total egal, passiert mir relativ oft. Da kommen her, sagen nichts, fragen nichts und wuscheln mir durch die Haare, gell? Sagen, mei, hast du schöne schwarze indische Haare? Sagen die. So, jetzt müsst ihr den Spieß einmal vorstellen, wenn man das umdreht. Ich gehe zu einer wildfremden Frau hin und klopft der an die Haare und macht diesen hier, also bei die Haare, gell? Dann wird die fürchterlich zuwider, dann kriege ich eine Anzeige wegen Körperverletzung, dann kriege ich irgendwas, was auf alle Fälle negativ ist und fürchterlich geschimpft. Warum nehmen sie die Leute oder die Damen, und sind nur ein Prozentsatz, wer auch immer, die Freiheit heraus, bei mir wildfremd, ohne zu fragen, durch meine Haare zu gelangen und zu sagen, ah, ist so schöne Haare. Geht's noch? Und das nervt mich fürchterlich. Also ohne Schmarrn, ich bin keine Beute, ich bin kein Opfer, ich bin keine Beute. Macht man nicht. Also nur mal so. Ich hab Leute, die gehen bei mir in den Laden rein, sagen kein Hallo, kein Grüß dich, kein gar nichts nicht und sagen nur Namaste. Weißt, jetzt bin ich aus, ich bin ja ursprünglich, also ich bin ja aus Bern. Ich weiß mittlerweile, dass Namaste Habitäre heißt, also Servus auf Indisch. Aber weißt, ich kann mir das am Schmarrn nicht so fangen, weil das ist so, weißt, das ist vielleicht bei manchen nicht böse gemeint. Aber weißt, auf der drüben Seite beim Tresen, bei mir, ist das blöd, weil den Scheiß muss ich mir seit 46 Jahren anhören. Mei, bist du schön, mei, hast du indische Augen, mei, hast du dicke Haare, Namaste, Inder oder sonst was. Ich gehe auch nirgends hin und sage zu dem anderen, hey, bist du aus Tschechien? Weil du schaust so tschechisch aus. Ich weiß nichts. Ich habe keine Angst, ich habe nichts gegen Tschechien. Überhaupt gar nichts. Es war nur so ein Paradebeispiel oder so. Aber weißt, das mache ich doch auch nicht. Das macht man nicht. So. Und die letzten Jahre und die letzte Zeit werden diese Grenzüberschreitungen über öfters. Über mehrere. Am Anfang war es noch so, dass die Leute bei mir am Tresen gestanden haben, und das habe ich auch relativ oft, und fragen mich, ob ich den Inder in Ruhpolding kenne. Ob ich den Inder, den Shanti, zu Röpperding. Ich kenne den nicht. Und nur weil ich Inder bin, kennen sie die ganzen Inder untereinander auch nicht. Ich habe dann gefragt, ob's den Gonzales aus Spanien kennt. Da haben sie nein gesagt. Und irgendwann hat es dann schon mal geschnackelt, was die da eigentlich gefragt haben. Nur weil man Inder ist, kennt man sie nicht. Ich kenne auch nicht, ich bin bayerisch und ich kenne auch nicht jeden Bayern. Jeder,
aus Saudi-Arabien oder wie auch immer kennt auch nicht jeden anderen, der da im Nachbardorf aus Saudi-Arabien kennt. Geht's, weiß ich nicht, wo da der. Wo bleibt denn das Hirn manchmal? Es ist echt ganz fürchterlich. Ich nenne das manchmal so Tresenrassismus. Und manchmal, also ganz lang, ist es so, dass du sagst, naja, weißt du, haben das Leute schon wieder. Und dann wickelst du das ab, lächelst das weg und weißt, das, da gehst du heim und das lastet auf, bei dir auf deine, in meiner Seele. Und irgendwann hast du schon Zeit und jetzt gehst du schon wieder einer da, der nicht einmal einen Anstand hat und mich einfach fragt. Ich verzeihe es ja gern, wenn einer das freundlich sagt, wenn einer sagt, du darfst dich was fragen. Manchmal verzeihe ich es halt auch nicht so gern, das kann auch mal passieren, aber so einfach dieses Grenzüberschreiten finde ich ganz schrecklich. So, und jetzt hat die Zeiten sind ganz komisch. Ganz komisch, ganz doof, ganz ja, besorgniserregend. Und die Leute werden immer mehr. Die Leute, wenn ich durch die Raststätte durchlaufe, am Stoppplatz, bleiben die Leute stehen und schauen mich verdattelt an. Dann bleibe ich auch stehen, schaue den auch einfach mal verdattelt an und dann frage ich, feit was? Und dann sagen sie nichts. Weißt du, dann haben sie keinen Arsch in der Hose. Dann sollen sie doch bitte schön sagen, ich schaue dich doof an, weil du schwarz bist oder braun oder mittelbraun, mittelhellbraun. Dann hätte ich gesagt, dann schaue ich dich doof an, weil du so gackelgelb bist, wie so ein Semifarben. Dann wäre das so, weißt du, dann wäre das so, naja, man soll ja keinen Streit anfangen. Aber weißt du, das nervt mich. Und das habe ich ganz oft. Jetzt mal, wenn ich einen Stoppplatz da durchlaufe, dann steht irgendwann ein doof da und schaut mich, mustert mich von oben bis unten. Und ich bin wirklich keine Beute, ich bin kein Opfer, keine Beute und ich bin nicht der Depp vom Dienst. Und das regt mich so fürchterlich auf, weil ich bleibe ja auch nicht stehen und schaue jemanden komplett, also ja, so mustern, farblich musternd, mit so einem Einschlag, macht man halt das nicht. Und das weiß ich nicht. Gott, das kannst du nicht aufhalten, die Welt werden wir in der Richtung nicht verbessern. Aber die Grenzen, die da früher waren, wo die Mama gesagt hat, Buh, du hast einen Anstand. Du fragst anständig, wenn du irgendwas haben möchtest, oder wenn du von jemandem eine Information haben möchtest, sagst du, habe ich die Ehre, grüß dich und fragst den, ob du das machen darfst. So bin ich erzogen worden. Und bei uns hat es auch durchaus, also egal, ist ein ganz anderes Thema. Aber wir haben anständig und gescheit mit Anstand erzogen worden. So. Und jetzt ist es das so, dass du in die sozialen Medien, und ich bin auch hochdigital, es ist alles cool soweit, aber du musst das hinterfragen. Also die Leute müssen das ein bisschen besser hinterfragen. Die machen Sachen, öffnen Grenzen der Sprache, die vorher vom Anstand, also der Zaun davor war, vorenthalten worden. Das heißt, die machen durch bestimmte Sachen, werden so ungesagte Sachen, die man einfach nicht sagt, die werden da gesagt und dann werden die praktisch, dann sind die nicht mehr so schlimm. Dann haben die diesen Unhöflichkeitsfaktor, der sinkt dadurch, wenn man das oft nur sagt, weil dann nehmen die Leute das einfach hoch und sagen, naja, das hat der auch schon so oft gesagt. Das sage ich halt einfach auch. Und das finde ich ganz fürchterlich blöd. So, mich packt das mit dem Altersrassismus gescheit. Und mich nervt das ganz fürchterlich, weil ich habe einen Anstand und ich frage auch, ob ich zuerst, da würde ich mich total darüber freuen, wenn ja jeder einfach was fragen tut. Oder mal wieder ein schönes Habitäre, ein schönes Hallo. Oder hey, darf ich dich mal was fragen oder so. Da würde ich mir von Herzen sehr wünschen. Da gibt es, wie gesagt, die Anstalt, die würde ich euch sehr empfehlen. Da gibt es eine Folge vom 15.07.2020, die ist super. Die zeigt jede Art von Mitmenschen, die sich in bestimmte Kategorien einreihen, im Alltagsrassismus. Schaut euch das an, das ist hochinteressant. Ich habe mir die Folge angeschaut und ich habe jeden wiedererkannt. Von der Frau, die mir durch die Haare durchwuschelt, von dem anderen, der mir einfach nur anschreit, Indien, querbeet bis hin zum offenen Rassisten. So. Und ich weiß nicht, ob man so rassistisch sein sollte, weil die Welt ist halt einfach bunt. Es ist total egal. Gell? Also wirklich, das ist doch blöd. Jeder soll seine politische Meinung haben, wenn es zur Gesinnung wird, wird es ein bisschen kritisch. Und da macht mir die Politik zu wenig. Tatsächlich macht man unsere Politik zu wenig. Und die reagiert nicht wirklich drauf, die grobt mit dieselben Aussagen da umeinander. Und das sollte nicht sein. Es ist, das weiß ich nicht, vielleicht könnten die das auch anschauen.
Vielleicht könnten die von mir als Stopsel mit, gell, als kleiner Barista machen, vielleicht einmal was mitnehmen oder vielleicht könnte man mal miteinander reden oder vielleicht mehrere Leute. Weißt, dir bringt es ja nichts, mir bringt es nichts. Ich schau mir ein Land so, ich schau mir die ganzen, ist wurscht, die ganzen Politik-Sendungen an und dann hucken die weißen Nasen drinnen, die weißen Politiker und reden dann womöglich über das Thema Rassismus. Weißt, der hat sein ganzes Lebtag lang noch nie blöd angeschaut gekriegt, noch nie blöd angeregt gekriegt, noch nie eine einen Mann reingehaut gekriegt, das habe ich auch schon mal gekriegt, und noch nie irgendwo einen Rassismus gehabt. Da reden, quatschen Leute darüber, die sie das noch nie gehabt haben und sie überhaupt nicht, also zwar mit nicht sich zwar vielleicht auch bemühen, das sich rein zu versetzen, das sei ja löblich, aber eigentlich noch nie am eigenen Leib erfahren haben. Das ist so ähnlich, wenn es so eine Männergesprächsrunde ist und sie reden über Schwangerschaft. Da kannst du dich reindenken, aber da brauchst du halt vielleicht jemanden, der das auch schon mal gespürt hat oder so. Und das ist vielleicht bei solchen Gesprächsrunden war das ganz cool. Ich darf hoffen, dass ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen angestochen, dass das ein bisschen Reichweite hat, dass das ein bisschen mehrer Leute nervt, dass ihr euch vielleicht meldet, dass wir auch geben, vielleicht können wir mal gemeinsam ein richtig tolles Video machen, wo man so kackert, so beschreibt sich der Alltagsrassismus. Und das ist so ganz fürchterlich blöd und das regt mich so auf. Das kann ich euch nicht sagen, das kasst mich so an. Weil man jetzt so und über mehr die Höflichkeit und den Anstand verliert. Und das finde ich ganz fürchterlich schade. Ich bin nicht altquaderisch, gell? Also ich bin nicht altmodisch. Aber weißt, wenn du eine Erziehung genossen hast, dann sollte doch das eigentlich so sein. Und das war mir eigentlich ganz lieb und ganz wichtig und ganz gewandt. Was wollte ich damit sagen? Ich wollte euch damit ein bisschen erklären, was mich ein bisschen nervt, was mich angehasst, was mich manchmal ein bisschen belastet, weil es mich einfach auch nervt, was in meinem Kopf vorgeht, wenn jemand seine Kontinenz nicht einhält, seinen Anstand nicht einhält und ich das eigentlich täglich habe. Das ist, glaube ich, so das Endresümee. Ich habe den ganzen Scheiß täglich. Ich habe 95%, 98% total liebe Leute, Kundschaften, nette Leute, es ist alles cool. Aber die anderen 5, die machen da, die schütten halt jetzt Kraut aus. Oder haben sie jetzt im Traum schon fast 12,5, 13% oder so. Man weiß es nicht. Ich möchte gerne nicht pauschalisiert werden. Und ich möchte nicht gerne als Brauner, mittelbraun bin ich, pauschalisiert werden, weil das ist irgendwie blöd. Und ich darf mir mehr Höflichkeit wünschen. Ich darf mir mehr Aufklärung wünschen, vor allem in den sozialen Medien. In den sozialen Medien sind diese Nicht-Aufklärer wesentlich mehrer. Und die Leute glauben das. Und ich darf mir wünschen, dass jeder manche Sachen ein bisschen mehr hinterfragt. Nicht nur irgendwelche Ausrufezeichensätze klappt, annimmt und dann im selben Kauderwelsch auch noch wiederholt für lauter Blät, sondern tatsächlich vielleicht einfach mal ein paar Sachen wieder hinterfragt. Da man den gesunden Menschenverstand, ich glaube, dass der seit Corona bei einigen Leuten, Menschen, Mitmenschen, nette Menschen auch durchaus vorher gewesen, verloren geht. Oder nicht mehr so ganz aktuell ist. Und der gesunde Menschenverstand, der ist wichtig, der hält uns davor ab, dass wir Viecher werden und der hält uns von Hass und Rassismus eigentlich auch ein bisschen ab, weil man einfach dann höflich fragt und dann kann man das nachfragen und wenn der eine sagt, oh, ich bin schon lange da und ich weiß, ich bin ja so erzogen worden, alles was ich da hinten habe, das gehört alles mir, das habe ich mir da gearbeitet, alles was ich daheim habe, mein Haus, habe ich mir da gearbeitet. Und ich habe das gelernt, wenn du was merkst, musst du dafür arbeiten, so wie es halt auch einfach erklärt. Aber weißt, manchmal kann man das mit einem Gespräch erörtern und dann weißt du das und dann ist der kein Bissen. Aber ich möchte gern, dass die Kunden da mal so wünschen, dass man mit der Menschenverstand, der gesunde Menschenverstand, wieder mehr da ist. Das war so das Endresümee. Ich hoffe, dass sie das Video verteilt. Ich hoffe, dass vielleicht auch jemand aus der Politik vielleicht einmal auf mich stupsel, einmal aufmerksam wird oder mir das einmal als Thema gemeinsam miteinander angehen können, kannten. Weil ich glaube, wir müssen echt viel sicher die Themen mehr angehen. Wir dürfen nicht umeinander hucken und sagen, naja, der andere macht schon oder sowas, weil das wird nicht gemacht. Das habt ihr jetzt bei der Wahl gesehen, das wird nicht gemacht und die Nasen, die halt Ausrufezeichen Sätze aus ihrem Mund rauslassen, finden auch die Leute, die diese Ausrufezeichensätze komplett glauben. Und das finde ich ganz schrecklich. Und die dürfen ja gerne diese Meinung sein. Es ist alles, solange es keine böse Gesinnung wird oder so. Aber vielleicht kann man trotzdem sich das ja anhören und man kann es einfach mal in Frage stellen. Man kann einfach mal darüber nachdenken, den Menschenverstand einschalten. Das darf ich mir wünschen. Seid so lieb, mir geht es schon wieder besser. Das hat jetzt raus müssen.
Ihr seht, das ist nicht so, nicht so gemacht wie ein normales Technikvideo, da tue ich mich leichter beim Reden. Und ihr seht, ich kann auch durchaus manchmal zuwider werden. Das ist halt einfach, manchmal kann ja jeder mal zuwider werden. Aber grundsätzlich bin ich sehr harmonisch und ich möchte manche Sachen, werde ich wahrscheinlich nicht abstellen können, gell, diesen, aber vielleicht wünsche ich mir den Menschenverstand, den gesunden Menschenverstand wieder zurück. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn wir da das verteilen, wenn wir das gemeinsam vielleicht angekannten, ich war sofort dabei, gell? Also machen wir. Meldet euch bitte sehr gern, schreibt da bitte was drunter. Doofe Kommentare lasst bitte draußen, weil doofe Kommentare bringen keinen weiter, das ist ein Blödsinn. Aber halt vielleicht, wo man ein bisschen was darüber diskutieren kann, wo man gemeinsam was anfangen kann. War ich total offen dafür. Das war einfach das gewesen, wie es mir geht, was mir manchmal in meinem Leben unterkommt, was mir täglich eigentlich in meinem Leben unterkommt und was da drüben beim Dresen auch unterkommt. Und das habe ich jetzt gestern und vorletzte Woche auch schon wieder gehabt. Und jetzt sind wir erst im ersten halben Jahr und es sind halt doch schon wesentlich mehr als wir letztes Jahr insgesamt. Also so oft, gell, es sind schon noch mehr dabei gewesen. Und das macht mir Sorgen. Bitte, seid so gut, schaut das Video, verteilt es, hilft es uns. Und mir dauert es noch lange, der gesunde Menschenverstand. Das war's aber gewesen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Die nächsten Videos werden wieder lustiger und normaler und es ist alles cool soweit. Aber vielleicht gehört das einfach mal gesagt und vielleicht müssen wir echt miteinander mal zusammenhalten und miteinander was machen. Dankeschön, also Servus für euch.